Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Assassin's Creed Valhalla ist seit fast 2 Monaten draußen und einige von euch sind sicherlich schon durch mit dem Game und es stellt sich die Frage, was kommt denn da jetzt 2021 an Content noch auf uns zu? Mehr dazu in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi und wenn es euch wie mir geht, dann habt ihr das Game mittlerweile durch und es macht dann einfach mega viel Spaß, was mich ein bisschen überrascht, weil ich die Story nicht so gut fand, aber das ganze Open World drumherum macht mir sehr viel Laune und Lust auf mehr. Und ich stelle mir eben die Frage, was kommt denn da doch 2021 auf uns zu, auf was können wir uns freuen? Ubisoft macht das hier ganz interessant, finde ich, denn es wird 4-mal Content geben für alle Leute, die das Spiel spielen, unabhängig davon, ob ihr den Season Pass gekauft habt oder nicht. Das ist auf jeden Fall mega nice. Und das Ganze orientiert sich immer so ein bisschen an den Jahreszeiten bzw. an den Jahresquartalen, die wir eben haben. Das erste Update, das es für alle gab, war eben das Julfest-Update und das hat ja bei einigen Leuten mehr oder weniger gut funktioniert. Ich bin leider auch davon betroffen, dass es bei mir weg ist, also bei mir ist aktuell gar nichts mehr los. Ich habe davon eine Quest spielen können, konnte mir das Set jetzt nicht sichern. Trauere ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drum, weil ich das eh nicht so gut fand, aber trotzdem schade, dass eben mir das Julfest dann so ein bisschen verwehrt geblieben ist. Mit dem Julfest kam ja auch ein ganz ekliger Bug, wie ich finde, ins Game. Jedes Mal, wenn ich mich neu eingeloggt habe, hatte ich diesen Ich bin betrunken Bug und es war nicht ganz so schön, weil es doch ganz schön geschwankt hat. Und das Julfest ist eben irgendwie bei sehr vielen Spielern jetzt schon weg, obwohl es noch einige Tage gehen sollte. Wir hoffen einfach mal, dass es im Frühjahr 2021 beim nächsten Content-Update nicht so läuft und das Ganze bugfrei ist. Denn da erwartet uns das Flussraubzug-Update und da habe ich schon mega Bock drauf. Denn im Prinzip wird diese Raubzug-Mechanik, die wir jetzt auch schon im Game haben, genutzt und das Ganze eben irgendwie auf dem Fluss verwurstet. Wie auch immer das dann aussehen wird, es soll auf jeden Fall mehr Belohnung geben, es soll risikoreicher sein und insgesamt lohnt es sich wohl mehr, diese Raid zu spielen. Es wird insgesamt 3 verschiedene Karten geben, die man immer wieder spielen kann. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass die Jomsvikinger dabei viel mehr einbezogen werden. Das heißt, man muss die Jomsvikinger anheuern, damit man eine Crew zusammenbekommt, damit man eben diese Flussraubzüge machen kann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird es auch ein Upgrade geben für die Jomsvikinger-Halle, die es jetzt schon im Hafen von uns gibt, damit wir eben noch mehr Jomsvikinger anheuern können. Es wird auch möglich sein, dass man explizit die Jomsvikinger von seinen Freunden anheuern kann. Das finde ich mega nice. Und es sollen eben neue Skills, neue Schätze, neue Runen und neue Bücher des Wissens mit ins Game kommen. Das ist das, was uns im Frühjahr 2021 auf jeden Fall an freien Content für jeden erwartet. Und dann wird es nochmal im Sommer und im Herbst jeweils ein freies Update für uns geben. Dazu ist noch nichts weiter bekannt. Und auch bei diesen Updates sollen eben immer wieder neue Schätze mit reinkommen, neue Skills, neue Bücher des Wissens. Und das ist ein ganz guter Hinweis, denn aus Zufall, ihr seht das jetzt über mir, ich habe noch 3 Skillpunkte frei, obwohl ich das Maximallevel von 400 erreicht habe. Und das liegt daran, dass ich einfach manchmal einen Bug habe und schon 3 neue Skills freigeschaltet habe. Unter anderem wird es nämlich einen neuen Skill im Nahkampf geben, der es uns erlaubt, in jeden Kampf mit einem Adrenalinbalken reinzugehen. Das heißt, selbst wenn wir keinen haben, wird er wieder aufgefüllt. Beim Schleichen wird es auch einen neuen Skill geben. Da ist es so, wenn wir einen Attentat ausführen, können wir RB gedrückt halten, beziehungsweise R1 und nehmen direkt den Gegner mit auf und können ihn quasi verstecken. Und beim Fernkampfskill ist es so, dass wir eine höhere Chance haben, Pfeile von Bogenschützen zu looten. Das ist also der Content, den wir alle bekommen. Ist auf jeden Fall schon mal mega nice. Aufs Flussraubzug-Update freue ich mich auf jeden Fall richtig. Aber kommen wir zu dem Content, der für die verfügbar ist, die sich den Season Pass gekauft haben oder noch kaufen werden. Was sofort verfügbar ist, wenn ihr euch den Season Pass kauft, ist eine neue Quest bzw. eine Bonus-Quest und das ist die Legende des Beowulf. Und im Frühjahr 2021 wird es dann das erste Season Pass Update geben und zwar handelt es sich hierbei um das DLC Zorn der Druiden. Beim Zorn der Druiden können wir nach Irland reisen und Irland erkunden, was mega nice ist, da freue ich mich richtig drauf. Und im Wesentlichen geht es darum, dass wir versuchen Rätsel um so einen alten Druidenkult zu lösen und dann wird es eben darum zu gehen, herauszufinden, wer diesem Kult angehört und diese Leute zu finden und dann zu eliminieren. Also ähnlich schon wie mit den Ordensmitgliedern jetzt im Hauptgame. Habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Ich hoffe, dass sie ähnlich werden wie die Druiden, die im Hauptgame sind, weil die waren für mich bisher am anspruchsvollsten und haben mir am meisten Spaß gemacht, die zu besiegen. Außerdem werden wir die Möglichkeit bekommen, Ringforts zu erobern. Das sind so ringförmige
Festung, kann man sagen. Das wird auch interessant auf jeden Fall. Und außerdem werden wir die Möglichkeit bekommen, in Dublin an so einem Handelsmarkt, Handelssystem teilzunehmen. Wie auch immer das aussieht, klingt auf jeden Fall interessant. Bin ich gespannt, was wir da machen können. Ja, und im Allgemeinen soll das Ganze sehr mysteriös und dunkel sein. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt und habe da sehr Lust drauf. Im Sommer 2021 wird dann die Belagerung von Paris folgen. Und das wird ein DLC-Inhalt sein, der eher storylastig ist, würde ich sagen. Denn hier treffen wir auf historische Persönlichkeiten, können an neuen Aktivitäten teilnehmen, die wir immer wieder wiederholen können. Da geht es dann darum, dass wir gegen die Elite-Einheiten von Karl dem Dritten kämpfen. Und das Hauptziel ist eben, dass wir Paris infiltrieren und von innen heraus erobern, neue Allianzen schmieden und so weiter. Das heißt, es orientiert sich schon sehr an dem Hauptgame wieder und wird dann wohl auch ein bisschen storylastiger sein. Ihr könnt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, auf was ihr euch am meisten freut. Bei mir persönlich ist es das Zorn der Druiden DLC, weil das nicht ganz so storylastig sein wird, sondern eher darum geht, Gegner platt zu machen. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Für jeden Mal bedanke ich mich fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.